Shuddha Advasana ist die Stellung des reinen Weges. Advā heißt Weg, Shuddha heißt rein. Es gibt verschiedene Variationen. Rafaela zeigt zwei davon. Zum einen gibt es Shuddha Advasana als Rückenlage. Du legst dich auf den Rücken, streckst die Beine aus und gibst die Arme nach hinten. Diese Form von Shuddha Advasana ist eine Stellung, die man gerne macht, bevor man in die nächste Stellung kommt. Wenn du zum Beispiel in die Vorwärtsbeuge gehst, nach dem Fisch, wirst du nach dem Fisch kurz in Shavasana gehen, nachher Shuddha Advasana einnehmen und dann dich aufsetzen, zum Langsitz kommen, Dandasana, um dann die Paschimottanasana-Stellung einzunehmen. Shuddha Advasana ist auch schön morgens früh, wenn du aufwachst, dich erstmal richtig zu räkeln und zu strecken. Shuddha Advasana kann aber auch etwas anderes bedeuten. Adho bedeutet nämlich nach unten. Shuddha Advasana kann auch die Bauchlage sein. Dazu dreht sich jetzt Rafaela einfach auf den Bauch. Und Advasana kann auch heißen, die nach unten schauende Stellung. Du streckst die Arme nach vorne aus, du gibst die Handflächen auf den Boden, die Stirn auf den Boden. Und so hast du deinen ganzen Körper nach unten ausgerichtet. Du spürst den Segen der göttlichen Mutter und fühlst dich aufgeladen durch die göttliche Mutter. Diese Stellung ist auch die Ausgangsposition, zum Beispiel zu dem auf dem Bauch liegenden Boot, kann auch die Ausgangsposition sein für Dhanurasana, den Bogen, wie auch für den Vogel.